Herr Fußballweltmeister Jerome Boateng ist also von einem Münchner Gericht zu 1,8 Millionen Euro Geldstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung verurteilt worden. Ja, der 33-Jährige soll bei einem Karibikurlaub seine ehemalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Zwillinge heftig attackiert haben. Die Strafe mit 60 Tagessätzen à 30.000 Euro ist der höchste Satz in der deutschen Rechtsgeschichte. Ja, noch allerdings ist unklar, ob Boateng in Berufung gehen will. Perdita Heise berichtet. Schweigend verlässt Jerome Boateng am Abend das Gericht. Während der Verhandlung hatte sich der 33-jährige Fußballstar noch entspannt und zuversichtlich gezeigt. Doch der Richter sah es als erwiesen an, dass Boateng seine ehemalige Lebensgefährtin beleidigt und vorsätzlich verletzt habe. Die vorsätzliche Körperverletzung hat er unter anderem auch auf Feststellungen zu einem blauen Auge gestützt. Nicht für erwiesen gesehen hat der Richter den Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Auch die Klägerin verlässt nach dem Urteilsspruch das Amtsgericht München, ihrer Anwältin zufrieden. Also jedenfalls, dass er heute verurteilt worden ist, ist ein klares Zeichen. Und das ist auch das, was ich in meinem Plädoyer gesagt habe, dass es heute zu einer Verurteilung geführt hat. Damit sind wir wirklich sehr zufrieden. Gerechtigkeit hat gesiegt, oder? Ja. Boatengs ehemalige Lebensgefährtin und Mutter seiner beiden Zwillingstöchter zeichnete vor Gericht das Bild eines Gewalttäters, sagte aus, Boateng habe sie geschlagen, gebissen, an den Haaren gerissen und geboxt. Der Vorfall im Karibikurlaub im Jahr 2018 sei nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen, aber der heftigste. Der Beschuldigte selbst aber schilderte eine ganz andere Version. Er sagte, seine ehemalige Lebensgefährtin sei aggressiv und beleidigend geworden. In der 10-stündigen Verhandlung hörte das Gericht mehrere Zeugen sowie einen Sachverständigen an, nahm Videos und Fotos in Augenschein. Am Ende folgte das Gericht der Darstellung der Klägerin und verurteilte Boateng zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30.000 Euro. Höher kann ein Tagessatz nicht sein. Wird das Urteil rechtskräftig, muss Boateng 1,8 Millionen Euro zahlen. Der Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren folgte der Richter nicht.